Und damit herzlich willkommen. Oh mein Gott, ist das Spiel laut. Ich muss leiser machen. Hilfe! So. Schneide ich nicht raus. Ich fange auch nicht nochmal neu an. Deswegen, herzlich willkommen zu einem neuen, wundervollen, wunderbaren Let's Play Dimitsu. Wie man sehen kann, Banjo-Kazooie. Ja. Vorweg mal ganz schnell kurz. Ich werde dieses Let's Play... Oh nein, nein, das Intro nicht nochmal. Das Intro nicht nochmal abspielen. Bitte nicht. Ah nee, hätte er gar nicht gemacht. Ja gut, ist egal. Ist egal. Also. Nochmal. Ja, Witsch. Ja, natürlich. Wir wollen natürlich Deutsch haben. Na mach. Nein, 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 nein. Wollte ich nicht. Nein! Oh, Hilfe. Ah, hier muss ich jetzt nochmal neu anfangen. Aber nee, lass mich in Ruhe. Mach ich nicht. Banjo-Schwester hier in Haft. Ich raube ihre ganze Kraft. Ich fang nochmal neu an, oder? Nein, könnt mich alle mal. Was wollt ihr denn von mir? So, also jetzt nochmal richtig. Ich fasse einfach nichts mehr an. So, also, dieses Let's Play. Ich weiß nicht noch, wann ich es hochlade. Auf jeden Fall werde ich es erstmal. Also, der Plan ist so, ich werde es erst hochladen. Wenn ich es fertig habe, fertig aufgenommen habe. Denn das Spiel möchte ich gerne zu 100% spielen, weil das ein wunderbares Spiel ist. Doch, ich möchte keinen Zeitdruck haben. Deswegen werde ich das so machen. Weil dann halt weiß ich, okay. Auf jeden Fall, ja, ihr wisst das so. Also es können Themen sein, die veraltet sind. Auf jeden Fall. Heute ist der 10. Ich glaube, ich sage dir mal das Aufnahmedatum. Ist gleich ganz okay. Auf jeden Fall, heute ist der 10.06.2019. Und gestern war die Microsoft PK. Und wisst ihr, sie haben eiskalt. Die haben eiskalt einfach nicht Banjo irgendwie Banjo-Kazooie für irgendwas angekündigt. Das finde ich halt. Das finde ich halt. Hat man es gehört? Ich habe irgendwie so ein Soundboard oder so Dings gepackt. Hat man jetzt so ein Wah-Wah-Wah gehört? Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ist auch egal. Das wollte ich einfach mal bringen. So, wir fangen einfach mal an. Ja. Ich habe das Spiel, also das Spiel ist nach den zwei Welten blind. Ist das mein Spielstand, wo ich die 100% habe? Die zwei Welten? Ich habe nämlich die ersten beiden Welten 100%. Das könnten die sein. Ja, vielleicht sind das die. Ist das der Dings? Auf jeden Fall, ja, wir werden 100% spielen. Ich werde eine komplette Lösung benutzen, weil sonst... Nee, tut mir leid. Ich kann so eine Sache nicht so sammeln. Ich hätte gerne eine Komplettlösung. Doch, die brauche ich in dem Part jetzt noch nicht. Denn wir werden heute in dem Part erstmal nur das Tutorial oder generell so spielen. Ja. Ich weiß nicht, der Sound ist wahrscheinlich ein bisschen leiser. Wenn er zu laut ist, ist auch kacke. Nur das Grunties. Schloss, sagen wir einfach mal. Keine Ahnung. Ach, übrigens, falls Nintendo morgen am 11., sage ich gleich, Ding, Pot, mein Kessel, sag, Schwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grundhilda. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Oh. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Hilfe. Tuti ist so süß und klein. Sie ist die hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel. Ich mache aus dir einen Sessel.
Tutti ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Ich komme mir ein bisschen blöd vor. Es kann aber auch sein, dass ich es auch schon vorher hochlade. Aber ich warte erstmal die Nintendo PK ab, denn vielleicht kündigen sie Rare Replay für die Switch an. Dann werdet ihr das hier niemals sehen. Dann lösche ich das wieder, dann mache ich es nochmal neu, wenn Rare Replay raus ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Hallo Tutti, was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Yay. Ja, da liegt Banjo. Bär und Vogel. Ich hab Bock auf Bär und Vogel. Ach, endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Pisser. Aus Tutti mach ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Lol. Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben, am Himmel. Das glaube ich nicht. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Autsch, du alte Vogelscheuche. Da hilft kein Gekratze. Ich mach aus dir eine Fratze. Ich komme mir so blöd vor. Hilfe. Oh nein, die Hexe hat die Kleinen entführt. Hilfe. Banjo, du Idiot, war eigentlich auf. Aufwachen. Was willst du, du Drecksvogel? Denn was ist los? Draußen gibt es Ärger. Ach ja, das Spiel ist so schön. Entschuldigung. Oh, ich bin Bottles. Ich bin Banjo und das ist meine schreckliche Freundin Kazooie. Komische Freundin. Kann das Ding sprechen? Ah, willst du mich verarschen? Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Tutti? Die miese Hexe Kunthilda starr vom Himmel herab und hat... Ja, warte mal, ich hab dir anders gesprochen. Beruhig dich, Kleiner. Wir befreien Tutti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug. Freunde, ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, coole Moves, die coolen Kids heute machen, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Also das ist so gut, dass man es einfach abwählen kann. Ja, wir machen das Tutorial, weil ich habe die Steuerung vergessen. Das ist ein bisschen länger her. Ja, gut, wir machen's. Schaut euch nach meinen Maulwurfshügeln um. Stellt euch daneben und drückt B. Bis gleich. Jo, Entschuldigung. Ich glaube, ich lade es doch nicht. Ich glaube, ich lade es doch vorher hoch. Hallo, wir fangen mit dem Controller der Kamera. Kontrolle der Kamera an. Steuert sie. Ja, gut. Mit 10 Knöpfen. Das nervt. So, die R-Taste. Jo, lass mich mal. Ja. Ja, lass mich doch. Lass mich das doch machen, wartet. Da. So, hier er. So, der R, oder? So, oder? Nee, doch nicht, das ist er. Ups. Ich hab Bock. Ja. Im Springen seid ihr keine Weltmeister. Aber was willst du, blöder, blinder Drecksidiot? Mehr als du, Flöte. Im Springen drückt ihr A. Ne.
Alter, ja. Nein! Nein, nein, ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Ja, springt und drückt A in der Luft, ja. Achso, der lässt mich gar nicht. Wir wissen jetzt alles, das kann losgehen. Nicht bevor ihr diesen Move kennt. Stellt euch so hin wie ich. Wie ein lächerlicher Brille. Was? Ach ja, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, weil ich hier doof sitze, deswegen weiß ich nicht. Ich muss im nächsten Part das mal anders machen. Jo, das kann ich. Das waren alle Sprünge, üb fleißig weiter, ja. So, dann holen wir uns mal die Honigwabe da ab. Denn, ich kann ja mal sagen, was man zu sammeln, so alles gibt. Schaffe ich das eigentlich? Nee, das müssen wir mit so. Oder? Ja. Und so, es gibt ja immer Honigwaben, damit kann man immer ein weiteres Eck leben. Also das ist so eine Lebensanzeige. Gestatten Honigwabe, sammelt 6 von uns leeren Honigwaben ein. Um die Energieleiste zu erweitern, machen wir. Dann gibt es Puzzleteile und Noten, die sammelt man in den Leveln dann gleich. Und ja, die Honigwaben. Ich glaube, das war's dann alles, oder? Tatsächlich brauche ich das Tutorial, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nur, ob die ein paar Honigwaben. Oh fuck, das war doof. Wollen wir das nochmal probieren? Ich glaube, ich mache das falsch, weil dann musste man irgendwas anderes machen. Nee, doch nicht. Ja. Gut. Ja, wollen wir das Tutorial machen? Ich glaube, ich weiß aber noch alles. Na, obwohl, wir machen es gleich nochmal. Aber ich weiß, dass auf dem Baum hier irgendwas war. Also, wir sprechen einfach nochmal ihn an. Bottles, keine Ahnung. Lust auf einen kleinen Unterwassertour. Oh, nee. Lass mal, ich gehe lieber nach Hause. Banjo, du weißt ja, ich will doch schwimmen. Spucke es aus, Maulwurf, Onkel, Knoten, was? Ja, gut. Gut, gut. Ja. So. Und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so die Knopfbelegung. Tatsächlich, ich spiele mit einem PS4-Controller, weil mein anderer Controller immer noch kaputt ist. Das ist ja schon seit, keine Ahnung, sagen wir ein, zwei Jahren schon kaputt. Ich habe mir nie einen neuen gekauft. Ich würde mir aber gerne mal einen neuen kaufen, aber ich denke, ja, weiß ich nicht. Möchte mir jemand einen kaufen? Ah, gut. So, am liebsten würde ich hier mal wieder raus. Ich komme nicht raus. Ah. Nein, nicht weiter tauchen. Also, der Wassersteuerung ist ja immer sehr schlimm, aber hier finde ich es noch schlimmer. Als in anderen Spielen sogar, würde ich fast sagen. Ich glaube, so viel tauchen muss man hier nicht. Ah, ne, den haben wir schon. Klettern müssen wir noch irgendwo. Fuck. Oh nein. Und euch. Oh, guck mal, ich bin auch ein super Player. Was sagst du, Schickes? Hey, Banjo, ich hoffe, du bist schwindelfrei. Ich auf alle Fälle. Los, erzähl endlich von Fliegen. Fliegen. Später, Banjo, springe auf einen Baum und nutze den 3D-Stick, um daran hinaufzuklettern. Nee. Aber welchen Baum nehmen wir denn? Ich weiß gar nicht, kann ich entscheiden, welchen Baum ich nehmen soll. Denk daran, man kann nicht nur auf Bäume. Da hinten ist die. Klettern, Banjo. Da hinten ist die Honigwabe. Ja. So, da hinten müssen wir nochmal hin. Da hinten ist noch was und dann müsste da oben noch eins sein. Wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht so fucking täuschen. Aber ja, gucken. Hä, oder? Moment mal. Nee, da oben. Da oben müssen wir noch hin. Hier und da oben. Nämlich hier lernen wir die Stampattacke. Und zwar die macht man. Ach, keine Ahnung, kann man nicht. Zum Ausführen der Pick
Parade brauchen wir die Hilfe des wackeligen Hühnerbeines. Immerhin habe ich Beine, meine kurzer Freund. Halte den Z-Trigger und drücke dann B. Ach nee, doch keine Stampfattacke. Das hier. Hä, gab's denn die Stampfattacken? Keine Ahnung. Das ist halt wirklich ein bisschen länger. So, hier. Den letzten. Und dann kriegen wir eine Honigfarbe. Die letzte kriegen wir da hinten wahrscheinlich. Ah, ich hab so Bock. Hier kriegt man, glaube ich, Stampfattacke. Ich weiß es nicht mehr, Entschuldigung. Bernd ist an der Zeit, den Bärenpunch. Ja, wusste ich doch. Das klingt interessant. Drücke einfach B, wenn du stehst oder dich nur langsam bewegst. Wie wär's mit dem frechen Vogel? Ja, ich lese nicht alles vor. Stört's jemanden? Ich glaube nicht. So interessante Sachen erzählt er jetzt nicht. Oder war das jetzt? Warte mal. Ah nee, doch nicht. Oh, ich dachte, oh Mann, das war die Stampfattacke. Ah, so. Oh. Wow, der Versuch auf ein neues. Hey, was ist mit mir? Hä, was? Ach so, Moment, ich bin ein Idiot. Fuck, wie macht man es nochmal? Also B. Warte mal, sag nochmal. Hallo, ich bin mal mit dir sprechen. Hä? Mett mal. Hä? Jetzt zeige ich dir die gefürchtete Bärenrolle. Hä? Ich habe doch vorhin auch alles richtig gemacht. Hallo, ich will lernen, wie das so. Blablabla. Wenn du rennst und dann B drückst, machst du eine Rolle. Ich suche ein geeignetes Ziel. Ja, warum hat er es jetzt gerade nicht? Hä? Hey. Okay. Volltreffer. Einer geht. Ach so, ich musste zweimal machen. Ich habe gedacht. Ach so. Ach ja, ist das. Ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen peinlich, wie das wird. Glaube ich. Nehme ich es nochmal auf. Jetzt zeige ich dir mit der Quietschenente einen Trick. Hoffentlich ist es ein guter Trick, Blindfuchs. Wenn du im Sprung den B-Knopf drückst, dann machst du den Schnabelsprung. Ja, das wollte ich eigentlich ausprobieren. Weil ich habe gedacht, der wollte das von mir. Nicht schlecht. Das fängt an, Spaß zu machen. So, oh. So, einer geht noch, aber... Was machst du? So, okay, es ist soweit. Auf den Spiral Mountain erzähle ich euch, wie es weitergeht. So. Jetzt haben wir einen weiteren Punkt. Haben wir die Energieleiste erweitert. Wir können... Warte mal. Können wir mal gucken, wie viel es gibt. Ich glaube, das wird gesagt. Also Spiral Mountain haben wir schon mal zu 100% durch. Oh. Cool. Am besten so zum Spiel am besten, ja gut. Ist aber die Frage, wo komme ich darauf? Ich bin ein leckere Honigwabe. Stecke voller Energie. Cool. Aber ja, wie es weitergeht. Ja, weiß ich gar nicht. Sehen wir im nächsten Part. Würde ich sagen, ja? Ja. Was mit Tutti geschehen ist? Oh, nee, ich dachte, ich muss ihn selber ansprechen. Na gut, lese ihn noch vor. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt zeige ich die Hexe, wo der Hammer hängt. Jetzt zeigt der Hexe, wo... Na klar, wo geht es lang, Maulwürfchen? Die Brücke habe ich repariert. Der Weg zu Grundhildas Reich ist frei. Danke, Buddels. Wir sehen uns im Reich des Bösen. Viel Glücks. Gut. Mal im nächsten Part. Hat euch das gefallen? Einen Daumen hoch. Und ja, mal gucken, wann ich es hochlade. Aber ich glaube, erst wenn ich es fertig aufgenommen habe.
Gut, liebe Freunde. Wiedersehen. Hab ich lieb. Bye.